Hallo, hier ist MX Dennis und willkommen wieder zu meiner Serie. Der nächste Teil hier. Und ja, ich werde euch hier wieder ein kleines Projekt zeigen, das ich mir aufgebaut habe. Ist ziemlich lustiges wieder mit Pistons, aber diesmal ein etwas anderes Prinzip, was ihr sicher sehr lustig finden werdet. Moment, ich muss kurz leiser machen, weil die Kühe gehen mir auf den Sack hier. So, ich habe einen kleinen Tunnel gebaut, der halt dahin führt. Gehen wir mal rein. Drücken wir auf den Knopf. Fahren wir mal diesen Minecraft-Track entlang. Ich habe ein paar Löcher gelassen, keine Ahnung wieso. Aber joa. Zwei Sachen will ich euch hier zeigen. Die erste ist gleich hier. So, tun wir das mal weg. So, man geht also diesen Gang entlang. Papierplatz, man kann die nicht umgehen, man muss darauf drücken, weil man nicht springen kann. Und ja, dann wird hier das hier halt aktiviert. Wo immer, wie ihr seht, rechts und links immer die Steinbrüche raussprungen. Man muss halt hier diesen kleinen Parcours erstmal springen. Was ziemlich. Na, ich sack hier wieder. Moment. Versucht es mal, das ist nicht so schwer, aber mit Fraps laggt das ziemlich. Eben habe ich schon fast geschafft, war fast am Ende. Ah, ja, das laggt ziemlich. Naja, aber man kann es auf jeden Fall schaffen, das ist nicht unmöglich. Nur halt ziemlich schwer. Ah, schon jetzt? Ah, nein, naja. Naja, kommen wir halt am Ende an, bla bla bla. Und ja, check auf einmal, wie das aufgebaut ist. Ein paar Schilder hier gemacht für halt die Leute, die nicht wissen, was man hier machen muss jetzt. Was ziemlich lustig ist, habe ich mir ausgedacht. Bisschen psychopathisch, aber naja, egal. Jetzt eine Frage, ist es a Kegelei? Kann man halt nur runterspringen? Hier zwei Knöpfe, yes und no. Ich drücke mal die richtige Antwort. Yes, the cake is a lie. Man so umrum gedrückt und fällt mal runter und man stirbt nicht. So. Korrekt, ja, sehr schön. Gehen wir weiter. Want a cookie. Steht hier, stehen Sie still. Drückt man den Knopf drauf. Stehen bleiben. Wir haben ein paar rumgeschoben. Für die nächste Kammer. Do you want a cookie? Ich drücke mal auf Yes. Oh, das war die falsche Antwort. Und man stirbt. Ah, das war knapp. Ich will jetzt nicht unbedingt sterben. Aber joa, das war die falsche Antwort. Drücken wir jetzt mal die richtige Antwort. No. So. Good choice. So, gehen wir weiter. Es gibt noch mehr. Es gibt noch einen Raum. Gehen wir hoch. Und ja. Don't move. Stehen wir hier auf diesem roten Blatt stehen. Wir haben ein paar Mal rumgeschubst. Oh fuck, Lava. War kurz mit der Lava erschrocken, aber ja. So, kurz den Pfeil löschen. Do you know what to do? Weiß ich, was ich machen soll? Nee. Drück mal einfach mal den Knopf drauf. Oh fuck. Do you know what to do? Ich denke mir, ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Yay. Und Freedom. So, das war mein kleines Projekt hier. Hoffe, hat euch gefallen, die Idee. Ziemlich lustig. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das gebaut habe. Moment kurz. So, bin wieder da. Ich habe das mal kurz resettet, obwohl es da nicht sehr viel zu resetten gibt. Naja, fangen wir mal hier beim ersten Ding an. Ja, das ist, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie das geht. Hier sind halt, hier ist halt der Input, halt die Knowledge. Eine Strompuls wurde hier umgedreht mit einer Fackel. Das war Knowledge weggefüllt. Die sind halt alle an hier, man sieht, alle rausgefahren. Beim anderen sind halt alle aus. Und hier kommt immer ein Stromimpuls, entweder von der Seite, also erst von der Seite und dann von der Seite, immer abwechselnd. Die sind halt immer das hier anmacht und das hier dann aus, weil es ja immer umgedreht ist, der Puls von den zwei. Wenn das hier also aus ist, ist das hier an. Wenn das aus ist, ist das hier halt an. Ich kann es ja mal kurz demonstrieren, wie das hier unten aussieht. Hier ist wieder so ein kleiner Minecart-Truck. Wenn man also auf die Pressure Plates drückt, fährt dieses Minecart los. Die Pressure Plates sind, hier sind die, wo sind die Pressure Plates? Moment, muss ich kurz finden, wo ich die hingebaut habe. Da. Hier. Hier sind die Pressure Plates. Drück mal halt drauf und da wird halt hier das Kabel lang die Knowledge umgedreht, sodass dieses Minecart immer hier im Kreis halt fährt. Also dass er immer hier wiederholt. Aber immer wenn es hier rüber fährt, wird das hier aktiviert, womit halt die hier ausgehen und die hier angehen. Und sobald es über diese Platte hier fährt, weil das hier der Kabel dann aus ist, werden die hier angehen und hier wieder ausgehen. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich drücke mal kurz auf die Pressure Plate drauf. So. Das Minecart fährt los und wird immer ein Pol umgedreht, jetzt aus, der ist jetzt an, jetzt aus, hier auch die Knowledge kann ich mal, aber aus, an und ja, aus,
an. Und ja, so funktioniert das auch. Ziemlich lustig. So, zum nächsten Projekt. Moment, ich stopp das mal kurz hier, weil das leckt ziemlich bei mir gerade. Ups, Entschuldigung, mein Minecart. Komm, so. Ja, wie geht das jetzt? Machen wir halt weiter. Und hier ist halt die Kammer. Yes und no. Bei jedem Knopf werden halt diese gleichen Sachen aktiviert. Hier fällt man halt in das Loch hier. Und hier werden halt die genau entgegengesetzten Platten aktiviert, damit man in das Loch fällt. Überall hier drum sind natürlich Pistons, überall versteckt, wie man sieht, hier Seite. Und ja, das einzige Schwere war hier das Kabelgewirr halt. So, das aber so schwer war das auch nicht. Auf die Idee zu kommen, war halt ein bisschen schwer, ja. Dass man halt genau in das Loch reingedrückt wird. Aber ihr fragt euch, wieso fällt man einmal in den Tod und einmal nicht? Jo, das liegt daran, dass. Moment. Das liegt daran, dass. So, wenn man jetzt das Falsche drücken würde, also No, also ja, No, würde man hier in die Falle fallen. Und so, aber wenn man es jetzt drückt, werden hier auch Pistons extended. Und zwar, Moment, wo sind die? Die hier. Wenn man das Richtige drückt, werden da unten Pisten extended, dass man halt nicht da runterfällt zur Falle, sondern dass man hier landet auf der ersten Ebene, damit man weitergehen kann. Und sobald man halt, wenn man halt stirbt beim nächsten, damit man halt nicht hier wieder das Richtige hat, drückt man einfach auf die Startplätze hier rauf, dann wird es wieder resettet. Und ja, so funktioniert es. Also wenn man das halt das Richtige drückt, dann werden halt die Pressure Plates unten extended und man fällt ins Loch rein. Ich könnte eigentlich auch nur ein Loch machen hier, dass man halt bei beiden ins gleiche Loch fällt, aber so sieht es halt besser aus, dass man halt in verschiedene Löcher halt dann fällt. Und ja, so funktioniert das eigentlich. Ich weiß ja nicht, ob ihr es genau verstanden habt. Wenn nicht, lasst einfach einen Kommentar. Ich kann euch noch zeigen, wie die anderen aufgebaut sind. Das ist genau im Prinzip dasselbe. Ich hab was dazwischen gemacht hier, weil hier Standstill. Habe ich halt hier die Pistons aktiviert, die halt rumschieben. Hier wird SD aktiviert, der schiebt dann halt nach vorne. Dann wird der hier aktiviert mit der Verzögerung, schiebt nach links. Und dann wird der hier zurückgefahren, damit man halt runterfällt. Und hier ist dasselbe. Also hier habe ich das einfach nur nochmal kopiert, was hier schwebt. Habe ich als Schematic exportiert, wo ich das am Anfang gebaut habe und dann einfach dreimal kopiert hier. Hier, nur hier ist der Unterschied, dass hier nicht der, nicht, nicht der, weil hier, warte kurz, ich erkläre es euch kurz. Ein kleiner Unterschied, hier ist No das Falsche. Ihr seht. Und ja, No ist falsch. Und hier ist umgekehrt. Moment, das war das hier. Das ist das dritte. Und hier ist es halt umgekehrt. Hier ist halt, also eben was hier das Richtige. Hier ist hier das Richtige. Habe ich halt einmal die Kabel komplett umgedreht, dass halt jenes anders aktiviert. Dass man halt nicht denkt, aha, eben war links das Richtige. Hier muss auch links das Richtige sein. Hier habe ich es halt umgedreht, dass hier rechts der richtige Knopf ist. Aber man muss die Kabel einfach ein bisschen umverkabeln. Und ja, und dann ist hier wieder dasselbe. Wenn man hier runterfällt. Bin wieder ein paar Pisten aktiviert hier. Auch mit einer Verzögerung halt. Längere, weil man ein bisschen braucht, bis man runtergefallen ist. Wird halt erst wieder dieser Pisten hier aktiviert, der nach vorne schiebt. Danach wird dieser Pisten hier zurückgezogen, wo man die Lava kurz sieht. Dass man halt kurz, weiß ich was, denkt, dass man stirbt, aber damit wird zurückgefahren, damit man nach links geschoben, nach vorne geschoben, damit man nach oben geschoben. Und hier ist das einzige Ding, was man eigentlich auch resetten muss, weil das mit der Knowledge angeschlossen ist, weil wenn ich das nicht mit der Knowledge anschließen würde, Moment, hier ist die. Wenn ich das nicht mit der Knowledge anschließen würde, dann würde das hochgehen, wieder runtergehen. Und wenn man Pech hat, dann kommt man hier nicht weiter. Man könnte theoretisch einfach auch springen, aber ich habe das so gebaut, dass es halt am Ende oben bleibt, dass man auch nicht wieder zurück kann, um das hier anzugucken. Und ja, hier ist dann einfach ein Knopf, wo halt links und rechts die Pistons halt sind, die aktiviert werden. Wo man halt ins nächste fällt. Und hier ist wieder links das Richtige. Und ja. Und hier kommt man halt raus. Wenn man halt auf diese Pressure Plates drückt, resettet sich, wie gesagt, diese Knowledge wieder. Oh fuck. Oh ja, und die Falle hier unten, das ist auch nichts Besonderes. Hier sind einfach Türen. Und man fällt auf die Pressure Plate. Dann geht die Tür also zu. Man sieht. Man kommt dann auch nicht raus. Und außerdem hier unten ist auch ein Kabel angeschlossen, das an so einen kleinen Rapid Pulse angeschlossen ist. Der hier. Wenn das halt ausgeht, wiederholt sich dieser Kreislauf ganz schnell wieder. Bis es halt durchgebrannt ist, aber das heißt, man ist so tot. Man kann es ein bisschen schneller einstellen, damit es auch sicher nicht durchbrennt.
Und ja, das ist halt ein Dispenser hier angeschlossen. Und ja, das war's eigentlich auch. Falls ihr irgendwelche Fragen zu diesem Projekt hier habt, bitte in die Comments hauen oder als Nachricht, keine Ahnung. Ich beantworte sie mit Freuden. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Video hier. Ja, das ist wirklich ziemlich lustige, coole und coole Idee, finde ich, was man alles mit Pistons machen kann. Und ja, dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.